Natürlich habe ich mir auch wieder für Sie den Club der guten Laune angeguckt. Gute Laune! Boah, ey, jedes Mal kurz vorm Ritzen. Also, ja, aber irgendeiner muss es sich ja angucken, also habe ich das für euch getan. Und diesmal war es wirklich herzzerreißend, weil einer der Megastars, und zwar Theresia Fischer, wer kennt sie nicht? Richtig, alle. Sie musste sich entscheiden, ob jetzt Martin Semmelrogge oder aber Lorenz Büffel die Villa verlassen soll. Und da kam es wirklich, ich würde sagen, zu einer Schlüsselszene. Martin, du bist so ein toller Mann, du bist ein Gentleman. Du weißt es, mit Frauen umzugehen. Ganz häufig hat man ältere Männer, die andere Frauen ankrapschen, die irgendwie komisch sind zu anderen Frauen. Du hast Respekt, du zeigst uns Frauen Respekt, du bist ehrlich, du bist loyal. Er war emotional, war das. Martin Semmelrogge. Lebenswerk. Wirklich. Er war emotional. Es sah auch so aus, als hätte er ins Sofa geschissen, so wie er da saß. Und bei dem Ausschnitt dachte ich auch die ganze Zeit, er ist in Gedanken immer noch, ja, ja, krapfen. Also ganz merkwürdig. Ja. Ich dachte aber auch eher das hier. Ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Ja, ja. So, jetzt aber, Moment, Moment. Das war jetzt, das war doch nicht das Tragischste des Tragischen. Jetzt genug der Worte. Lüften wir den Vorhang und lassen wir der echten Tragik ihren freien Tränenlauf. Oh Mann, ey, Scheiße. Martin. Lieber Martin. Es gibt keinen wirklichen Grund, aber ich muss ihn jemanden nennen und deswegen benenne ich dich, dass du leider den Club der guten Laune verlassen musst. Also erstmal, Prinzessin Leia sieht echt scharf aus mittlerweile. Aber ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich, Martin, Gott, du Ungerechter, du Wahnsinniger. Das hat schon was, das von Kinski, ne? Und ich will die ganze Zeit an ihren Zöpfen rom, rom machen. Das geht, ne? Die sind Roller. Hier muss man auch sagen, weiter entfernt können doch Titel einer Sendung und das Bild dazu nicht auseinanderliegen. Es ist immer noch Club der guten Laune und hier ist die Heulsuse. Ja, eigentlich muss man das jetzt unbedingt in den Club der schlechten Laune oder irgendwie sowas. Ja, dann gab es aber noch die wunderschöne, und das, oh ja, die war auch schön, die MDR-Show, das Frühlingserwachen. Hört sich an wie ein Horrorfilm, ist auch einer, lief aber auf dem MDR. Und da war der Schlagerboy Vincent Groß zu Gast. Und er hat seinen neuen Song dabei gehabt. Ein Megaknaller wird das, der Song heißt Weiß, was ich mein. Hm? Geht runter wie Öl, Weiß, was ich mein. So, soweit so gut. Richtig skurril wurde es dann, als er erklärt hat, wie er zu diesem Titel kam. Weißt du, was ich meine? Zu dem Song gibt es, glaube ich, eine ganz schöne Geschichte. Ja, ich habe diesen Song gemeinsam mit ein paar Freunden in einer kleinen Finca direkt am Meer in Malaga geschrieben. Und uns ist einfach aufgefallen, wenn man sich mal drauf achtet, und das könnt ihr gern auch Sie zu Hause mal machen, wie oft wir diese Redewendung benutzen. Ja. In der Tagesschau, hier auch manchmal bei Interviews, ne? Du weißt, was ich meine? Ja, da kommt man schon auf eine ganz, ganz große Anzahl. Mhm. Wenn man sich mal drauf achtet. Ich sag's Ihnen nur, wir haben uns alle Tagesschau-Sendungen der letzten 100 Jahre angeguckt und dieser Satz ist kein einziges Mal gefallen. Kein einziges, und ich garantiere Ihnen, auch in den nächsten 100 Jahren wird dieser Satz nicht fallen. Ich habe ihn noch nie benutzt. Weiß, was ich meine. Wer hat diesen Satz schon mal benutzt? Hand hoch. Keiner. Warum? Oh nee, jetzt sagt nicht, ihr kennt das Lied und singt mit. Anderes schönes Ding in der Tagesschau um 10. Da habe ich mich gefragt, was hat sie denn getrunken? Und zwar war da Moderatorin Julia Niharika Sen. Hört sich an wie ein Karatekämpfer. Julia Niharika Sen. Und anscheinend war die nicht ganz auf der Höhe oder sie hat morgens den Kaffee mit dem Wodka verwechselt. Ich weiß es nicht. Anscheinend gab es irgendwas Lustiges zum Frühstück. Schauen Sie mal. Musik.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Entschuldigung. Also es hört sich ein bisschen nach Frühschoppen an, finden Sie nicht auch? Oder nach schlechter Haftcreme, aber dafür ist sie eigentlich noch zu jung. Ja. Ist das noch ein Versprecher oder schon eine andere Sprache? Das kann ja auch sein. Ich sag mal so, egal was für ein Getränk, Hauptsache Spaß an der Arbeit und fürs nächste Mal natürlich... Ich trinke dich die Däume. Es klappt schon. So. Am Montag dann auch wieder Highlight. Da lief die Höhle der Löwen. Hallo. Leider zum letzten Mal. Staffelfinale. Die brüllten also zum letzten Mal. Und ich bin ja sehr, sehr großer Fan von Carsten Maschmeyer, weil er ist einfach seriös und sieht gut aus. Oh. Auf jeden Fall, Carsten Maschmeyer wird mehr und mehr zu einer Wachsfigur. Das ist mir aufgefallen. Können wir uns das mal angucken? Hier. Der sieht mittlerweile von Saw, da gibt es doch diesen Spiral. So sieht er mit richtig, richtig gruselig. Noch schlimmer wird es aber, wenn er sich dann auf einmal auch noch anfängt zu bewegen. Gucken Sie sich das mal an. Oder? Wie so ganz schlechte Elektrofiguren aus so einem Freizeitpark. Vielleicht sollte er sich mal überlegen, nicht dreimal am Tag Botox zu spritzen. Der Trend geht eindeutig zum Zweitgesichtsausdruck. Und er wird auch mehr und mehr zu so einer Maschine, ne? Die Maschmeyer-Maschine. Irgendwann macht die noch Geräusche. Und schönes Geräusch übrigens, passend zur neuen Serie Obi-Wan. Können wir jetzt mal, hier, pack mal ein schönes Star-Wars-Geräusch drauf. Oder? Das ist er. Das ist Chewbacca. Wieder was rausgefunden. Absolut feuchte Traum für jeden Star Wars-Fan. Klingt wie Chewbacca, hat aber die Mimik von C3PO. Ganz unter Kontrolle scheinen sie den aber nicht zu haben. Denn es kam in der Sendung dann zu einer Geschichte. Und diese Geschichte, die wurde auch irgendwie... Also das müssen Sie sich angucken. In einem Strandhotel bei Rom. Ich setze mich nach dem Duschen auf die Bettkante. Ah, oh. Es war aber eine Hornisse. Wir fragen jetzt nicht, wo sie dich gestochen hat. Ja, voll auf den Allerwertesten. Und dann habe ich nur den Roomservice angerufen und gesagt, I need half an, eine halbe Zwiebel. Half und dann habe ich mich danach eine Viertelstunde auf die halbe Zwiebel gesetzt. Ah, Kopfkino wird nicht besser. Ja, Veronika sagt, du hast wunderschöne Ringe von der Zwiebel. Ist ein wunderschönes Update-Muster. Und in der Mitte muss der Hornissenstich gewesen sein. Ich habe hier nur Bilder im Kopf. Man muss sich auch einfach das mal auf der Zunge zergehen lassen. Und jetzt kommen Sie mal mit auf eine Reise, schließen Sie die Augen und dann stellen Sie sich vor, wie Veronika Ferres mit einer Zwiebel in der Hand an der Poperze von Maschmeyer steht. Dann wissen Sie, wo Affenpocken herkommen. Ganz einfach erklärt. Was wir uns gerade alle fragen, wie oft kommt es statistisch vor, dass jemand von einer Hornisse in den Hintern gestochen wird? Ich sag's Ihnen. Jeden Tag. Ein paar Mal. Keine Ahnung, 10 Mal am Tag, 15 Mal, also leicht, locker. Ja, so ist das. Super gefährlich da draußen. Lieber Herr Maschmeyer, kleiner Tipp, eine lustige Geschichte muss man auch erzählen können. Und wenn Sie nicht wissen, wie das geht, dann lernen Sie doch bitte von den Profis von MDR um 2. Die können das richtig gut. Euer Entsorgungsbetrieb, Autoverwertung plus eine kleine Werkstatt. Und da sind eben auch Altreifen abgegeben worden. Oder er hat eben beim Montieren der Autos hat er eben die Reifen auf Lager hergestapelt, auf Deutsch gesagt. Und nicht entsorgt. Entsorgen kostet Geld. Ganz, ganz liebe Grüße. Ich habe kein Wort verstanden. Kein Wort. Es ging irgendwann um Autoverwertung. Das habe ich mitgekriegt. Aber wie kann man so reden? Also der hat ja selbst... Ich glaube, er hat sogar arrhythmisch geatmet. Also während er ausgesprochen hat, hat er Luft eingeatmet. Das muss er auch erstmal können. Ja. Spannend ist natürlich, dass allein diese Geschichte trotzdem spannender ist als die Geschichte von Maschmeyers Hintern.
So, jetzt aber eine ganz andere Frage, weil so viel Spaß hat einer Lust auf Döner. Döner ist geil. Was? Döner ist mega geil. Ja, ich weiß. Ich hätte aber viel mehr Bock auf ein Brautkleid. Was brauchst du? Ein Brautkleid. Ein Brautkleid. Ja, das ist ein Fall für... Dönermann! Nee, stopp. Da ist er. Zurück. Und rein. Ui. Merhaba. Merhaba. Ich gelte dies. Haben Sie ein Brautkleid für mich? Ja, habe ich. Genau so. Okay, bitteschön. Welche Kühe. Und zurück ins Studio, bitte. Dönermann macht alles. Ein Brautkleid. Hier, das ist doch deine Größe, oder nicht? Guck mal. Hier, da passt du doch rein. Viel Spaß damit, ne? Für euch beide dann. Ein Riesendank an Dönermann. Mann, ey.